Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben. Was heißt das konkret für unser Leben? Wir erzählen die Geschichte von Tarek. Tarek findet sein Leben langweilig. Er möchte endlich Spaß haben, so wie seine Freunde. Er will auch etwas erleben. So besucht er Diskotheken. Fängt an zu spielen. Und betrinkt sich auf Partys. Tareks Eltern machen sich natürlich Sorgen. Warum geht er nicht ins Telefon? Wo ist er jetzt? Er hat sich stark verändert. Er lässt sich aber nichts mehr sagen. Die Eltern bitten Gott um Hilfe. Eines Tages beschließt er, in eine andere Stadt zu ziehen. Er sucht noch mehr Freiheiten. Lange Zeit ist vergangen nach Tareks Abreise. Er meldet sich nicht mehr. Seine Eltern machen sich viele Sorgen. Ein Freund nach dem anderen entfernt sich von ihm. Er kann sich nicht mehr leisten, so zu leben. Tarek wird krank. Und sein Konto ist ständig leer. Wer könnte ihm da noch helfen? Er denkt an seine Eltern und beschließt, sie zu besuchen. Nach einer langen Reise kam er endlich in seiner Stadt an. Die Liebe seiner Eltern war ihm sehr peinlich. Das hatte er nicht verdient. Doch einen Gedanken kann er nicht loslassen. Er braucht Geld, viel Geld. Irgendwann wird er es bestimmt zurückzahlen. Als er die Chance hat, allein im Haus zu sein, findet er die Ersparnisse seines Vaters, nimmt sie aus dem Schrank, packt seine Sachen und verschwindet. Wieder vergeht eine längere Zeit. Die Dinge laufen nicht so, wie Tarek es wollte. Wegen eines schweren Verbrechens wird er festgenommen und inhaftiert. Jetzt muss er für seine Verbrechen zahlen. Wieder draußen aus dem Gefängnis hat er nicht den Mut, zu seiner Familie zurückzukehren. Stattdessen beschließt er, ihnen einen Brief zu schreiben. Liebe Mama und Papa, ich komme am Freitag, um euch zu besuchen. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt sehen wollt. Ich habe euch beschämt und ich bin nicht würdig, euer Sohn zu sein. Wenn ihr mich dennoch sehen wollt, hängt bitte ein weißes Tuch an das Eingangstor des Hauses. Das wird ein Zeichen dafür sein, dass ich zurückkommen darf. Ein schwerer Weg liegt vor ihm. Er kommt an und geht auf sein Haus zu. Er ist überwältigt. Das, was er sieht, hat er nicht erwartet. Nicht nur ein Tuch hängt am Eingangstor. Das ganze Tor ist übersät von weißen Tüchern. Er ist tief berührt. Seine Eltern freuen sich bereits auf ihn. Können wir wieder zu Gott zurückkehren? Was ist sein Charakter? Dieses Video hat Ähnlichkeiten mit der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hat. In diesem Gleichnis ist Gott der vergebene Vater. Hier symbolisieren die barmherzigen Eltern Gottes Charakter. Der Sohn weiß, dass er die Ehre seines Vaters verletzt hat und nicht mehr verdient hat, sein Sohn zu sein. Auch wir haben Gottes Ehre,
durch unsere falschen Taten und Gedanken verletzt. Das weiße Tuch symbolisiert jedoch den Frieden, den wir mit Gott haben können. Gott ist bereit, mit uns Frieden zu schließen, so wie Tareks Eltern bereit waren, ihn wieder aufzunehmen. Durch Jesus, den Retter, ist das möglich, denn er war gerecht und gab sein Leben, um unsere Scham und Schuld zu tragen. Durch sein Opfer und seine Auferstehung haben wir Frieden mit Gott.